Flatten the Curve heißt das inzwischen hinlänglich bekannte Motto bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die meisten können es nicht mehr hören. Immer steiler wird die Kurve dagegen bei den Tagesraten, die für die Lagerung von Öl bezahlt werden. Im Moment die Lager sind randvoll. Keiner weiß, wohin mit dem überschüssigen Öl. Und eine Gruppe von Aktien profitiert in außergewöhnlichem Maße davon, nämlich die, die noch Lagerkapazitäten haben und diese jetzt teuer verkaufen können. Und in diesem Video verrate ich euch, um welche Aktien es sich dabei handelt. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wirklich unfassbar, was jetzt infolge der Corona-Krise bei Öl passiert. Die Ölmärkte sind hoffnungslos überversorgt und die vorhandenen konventionellen Lager haben sich rasant aufgefüllt und das führt zu absolut grotesken Entwicklungen. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Zu Wochenbeginn haben Händler am Ölmarkt, die long im Öl waren, also auf steigende Preise gesetzt haben, richtig Panik bekommen. So richtig Panik, kann man wirklich sagen. Denn der Mai-Kontrakt, der wurde am Dienstag fälliggestellt und wer einen solchen Kontrakt nicht vor dem Ablauf verkauft, dem wird das Öl physisch ausgeliefert. Das ist normalerweise überhaupt kein Problem. Im Futures-Markt sind Profi unterwegs. Allerdings hatte sich die Situation bei den Lagerkapazitäten zuletzt so dramatisch und schnell verschlechtert, dass jeder eine solche physische Auslieferung unbedingt vermeiden wollte, weil ihm sonst quasi das Öl vor die Haustür gekippt worden wäre, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wurde der Ölkontrakt quasi um jeden Preis verkauft, was im Gegenzug wiederum dazu führte, dass der Ölpreis phasenweise tatsächlich negativ geworden ist und im Tief beim unfassbaren Preis von minus 30 Dollar je Barrel angekommen ist. Das heißt, dass für die Abnahme von Öl quasi noch Geld bezahlt wurde. Das hat es zuvor in der Geschichte noch nie gegeben. Zu bedenken ist dabei natürlich, dass es dabei um diesen einen Kontrakt im Futures-Markt gegangen ist, der vor der Fälligkeit gestanden hat. Und im Juni-Future zum Beispiel hat sich der Preis zunächst noch bei 21 Dollar gehalten, auch im Spotmarkt, also dem in Anführungszeichen normalen Markt, auf dem Öl direkt und sofort gehandelt wird, sofort geliefert wird, auch waren die Preise eher im Bereich 20 Dollar das Barrel. Und das Handelsvolumen beim Mai-Kontrakt war auch relativ gering. Das heißt, es hat sich hier schon letztlich um eine kurzfristige spekulationsbedingte Überreaktion gehandelt, von der wir als Privatanleger auch gar nicht profitieren konnten. Das heißt, ihr müsst euch nicht grämen, denn es gab für Privatanleger de facto keine Möglichkeit, von dieser Konstellation, von dieser Situation zu profitieren. Trotzdem, alleine schon, dass es zu diesem historischen Ereignis überhaupt gekommen ist und auch, dass am Dienstag und Mittwoch jetzt, also heute bei der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil, wo der Juni-Kontrakt jetzt in der kommenden Woche ausläuft, eine ähnliche Preisimplosion einsetzt, es macht schon deutlich, in was für einer katastrophalen Verfassung sich der Ölmarkt momentan befindet. Zum Handelsstart am Mittwoch, heute Morgen, fiel der Preis um 17% auf 15,98 Dollar im Tief. Damit hat Brent erstmals, also ein Barrel erstmals weniger als seit 1999 weniger als 16 Dollar gekostet. Vor zwei Wochen waren wir noch bei rund 30 Dollar, also dramatisch, was es hier an Verlusten gegeben hat. Was dieser erneute Einbruch jetzt für die großen Ölmultis, also für Exxon, Shell und Gazprom bedeutet, ob da vielleicht sogar Dividendenstreichungen drohen in Kürze, das verrate ich euch am Samstag im Aktienreport. Apropos Aktienreport, ich muss mich hier bei euch entschuldigen, es haben sich viele von euch angemeldet und konnten diese Anmeldung nicht bestätigen, weil es einen technischen Fehler bei uns gab. Also ihr wisst ja vielleicht, wir senden euch zu eurer Sicherheit immer eine Bestätigungsmail in euer E-Mail-Postfach, um wirklich sicher zu gehen, dass auch ihr selber euch angemeldet habt. Und erst wenn ihr auf diesen Bestätigungslink klickt in dieser Mail, bekommt ihr auch wirklich den Aktienreport kostenlos samstags in eure Mailbox. Diesen Fehler haben wir inzwischen behoben. Natürlich alle, die sich registriert haben, haben nachträglich die Bestätigungsmail erhalten. Also schaut in euer Postfach, ob die Mail da ist. Wenn nicht, registriert euch einfach nochmal. Unten in der Beschreibung ist der Link www.aktien-report.de. Dieses Mal klappt das hundertprozentig versprochen und genauso versprochen, es lohnt sich auch. So, zurück zum Thema Lagerkapazitäten. In den kommenden Wochen könnte sich die Situation hier sogar noch weiter verschärfen.
Denn aktuelle Daten der US-Energieinformationsbehörde, der EIA, die deuten darauf hin, dass in Cushing, Oklahoma, das ist einer der Hauptumschlagsplätze für Erdöl in den USA, zwischen Ende April und Mitte Mai die maximale Lagerkapazität erreicht wird. Auch auf globaler Ebene sind die meisten Kapazitäten ausgeschöpft inzwischen. Die Benzinlagervorräte befinden sich ebenfalls auf Rekordhoch. Und die EIA schätzt zudem, dass momentan die tägliche Ölnachfrage um fast 30 Millionen Barrel zu gering ist im Verhältnis zur Produktion. China kauft bereits so viel es kann, um seine strategischen Reserven aufzufüllen. Aber auch das reicht nicht aus, um den Ölüberschuss aufzusaugen. Und bis die jetzt einig vereinbarten Produktionsbeschränkungen der OPEC Plus, ja auf Betreiben von Trump, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, bis die ab Mai tatsächlich Wirkung zeigen, da werden noch einige Wochen ins Land ziehen. Und damit rückt als Alternative immer mehr rücken die Tanker in den Blickpunkt. Denn diese können ja nicht nur genutzt werden, um Öl über die Weltmeere in alle Herren Länder zu transportieren, sondern auch als mobile Lagerterminals. Floating Storage nennt sich das. Und die neuesten Daten zeigen, dass bereits 150 Millionen Barrel Öl auf 174 Schiffe verteilt gelagert wurden inzwischen. Und wer jetzt in so einen sehr großen Tanker, einen sogenannten VLCC, mieten möchte, muss schon mindestens bis Mitte Mai warten, um überhaupt einen Ladeplatz zu bekommen. Insider gehen davon aus, dass inzwischen bereits über 300 Schiffe quasi als mobile Lagerstätten missbraucht werden. Und das führt logischerweise dazu, dass die nicht mehr für den Transport von Öl zur Verfügung stehen, was wiederum zur Folge hat, dass auch die Frachtraten massiv steigen. Die für VLCCs, also für die ganz großen Tanker zum Beispiel, sind gegenüber dem Durchschnittswert in 2019 aktuell um über 600% erhöht. Muss man wissen, um das einschätzen zu können, Tanker haben ja fixe Kosten, also inklusive Finanzierungskosten liegen die so bei 14.000 bis 20.000 US-Dollar pro Tag. Die Tagesraten für die VLCCs, die liegen jetzt bei 185.000 Dollar. Die Betreiber können jetzt einen 30-mal so hohen Cashflow erwirtschaften wie normal. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, ein sehr großer Tanker kann momentan auf einer Route, die 60 bis 80 Tage dauert, also wo er 60 bis 80 Tage unterwegs ist, mehr Cashflow generieren, als er in einem normalen Umfeld in 5 Jahren schafft. Das heißt, die Dinger sind wirklich Gold wert im Moment. Aber warum ist das eigentlich so? Warum bezahlen Ölhändler eigentlich so viel Geld für diese Floating Storage Kapazitäten? Warum ist gerade jetzt so attraktiv, Öl zu lagern und dann zu warten? Klar, die Lagerkapazitäten am Festland sind ausgeschöpft, habe ich gesagt, aber es gibt noch einen weiteren Grund und der hängt mit dieser speziellen Preissituation am Ölterminmarkt zusammen. Da ist es nämlich so, dass der Ölpreis für den Juni-Future von Brent Crude aktuell, also Stand Schlusskurse Dienstag, bei 19,33 Dollar je Barrel liegt. Der für Juli aber schon bei 23, der für Oktober bei 29 und der für Dezember bei über 31. Diese Konstellation wird als Contango bezeichnet. Und der Dezember-Kontrakt kostet damit 62% mehr als der Juni-Future. Das heißt einfach, der Markt geht davon aus, dass sich der Ölpreis in den kommenden Monaten sehr, sehr stark erholen wird. Und das ist wiederum eine höchst attraktive Situation für die Händler, die jetzt extrem günstig gekauft haben und sich die zukünftig erwarteten höheren Preise über den Terminmarkt absichern können. Damit lassen sich enorme und sichere Gewinne erzielen, aber eben nur, wenn man diese Lagermöglichkeiten hat. Und die Märkte sind hier sehr effizient, das heißt, man kann quasi direkt aus der Höhe des Contangos ableiten, wie stark die Floating Storage Kosten ansteigen würden oder wie hoch die Kosten sind. Und das ist gigantisch, was da passiert. Für die kommenden 3 bis 6 Monate könnten Raten von 120.000 bis 170.000 Dollar pro Tag bezahlt werden. Also fast so viel, wie aktuell für die Frachtraten bezahlt werden. Obwohl Schiffe ja dann, wenn sie als reine Lagerstätten genutzt werden, nur im Hafen liegen. Und das sind natürlich dann auch wieder die Instandhaltungskosten, die Betriebskosten wesentlich niedriger für die Tankerfirmen und entsprechend die Margen höher. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch an mein Video aus dem Oktober, da ging es auch um Tankeraktien. Das hieß, diese Aktien steigen jetzt, verlinke ich euch unten nochmal in der Beschreibung, wenn ihr noch mehr Hintergrundinfos zu Tankeraktien haben möchtet. Auch damals waren Frachtraten stark gestiegen, da ging es vor allem um diese IMO 2020-Regelung, also dass ab 1.1. jetzt alle Schiffe den Ausstoß von Schwefeloxiden um 85% reduzieren müssen. Dadurch waren 50 bis 70 dieser sehr großen Tanker, dieser VLCCs, auf dem Trockendock, was natürlich das Angebot verringert hat und damals auch die Frachtraten zum Explodieren brachte. Das damals galt schon als absolute Anomalie, aber das ist im Prinzip
fast Peanuts im Vergleich zu dem, was aktuell abgeht. Wir werden vor allem im zweiten Quartal bei Tankerfirmen eine regelrechte Gewinnexplosion erleben. Und am meisten profitieren diejenigen Firmen, die sehr viele, sehr große Tanker im Portfolio haben, weil da der Anstieg am stärksten ist, der Frachtraten, und die bisher den Großteil dieser Tanker am Spotmarkt hatten. Das heißt, die nicht längerfristig zu fixen Raten vermietet waren, sondern quasi jederzeit zu den aktuellen Raten gebucht werden können. Denn logischerweise können nur die sofort auch von den jetzt erhöhten Frachtraten profitieren. Und eine solche Aktie ist zum Beispiel DHT Holdings. Die habe ich auch schon erfolgreich im Breakout-Trader getradet und auch hier vorgestellt. Ich sehe den starken Anstieg zuletzt. Noch ist die Aktie unter dem alten Hoch von Ende Dezember. Zuletzt gab es aber bei steigenden Kursen auch ein sehr deutlich anziehendes Handelsvolumen. Das ist also ein Kandidat, bewertungstechnisch noch attraktiver, finde ich aber zwei andere Titel, und zwar zum einen International Seaways mit der US-Kürzel INSW und Diamond S mit der Kürzel DSSI. Beide sind noch deutlicher von ihren alten Hochs entfernt und solide finanziert und sind deshalb meine beiden Favoriten im Moment. Zu bedenken ist hier, dass diese besondere Situation am Tankermarkt temporär ist. In einigen Monaten wird sich die Angebots-Nachfragesituation wieder normalisieren. Dann hängen die Frachtraten wieder stärker davon ab, wie viel Öl insgesamt auf den Weltmärkten transportiert wird. Und sollte halt die globale Konjunktur dann immer noch lähmen, und davon müssen wir Stand heute ja schon ausgehen, dann könnten die Frachtraten eben auch wieder massiv zurückgehen. Das ist das Problem bei Tankeraktien im Allgemeinen, dass sie extrem zyklisch sind, dass hohe Fixkosten vorhanden sind und dass wir in den letzten Jahren dramatische Überkapazitäten gesehen haben. Deswegen sehen die Langfristcharts der allermeisten Tankeraktien auch ziemlich übel aus. Hier nochmal zur Veranschaulichung der Chart von DHT. Das heißt, diese Aktien sind nichts für Buy-and-Hold-Anleger, sondern nur für Trading-orientierte Anleger. Ich denke aber, dass für diese Spezies unter euch, also für die Trader, das Potenzial noch hoch genug ist, denn diese Contango-Thematik wird noch länger auf der Agenda sein und die Problematik der ausgeschöpften Lagerkapazitäten wird sich wahrscheinlich in den kommenden Wochen sogar noch eher verschärfen. Wie immer gilt natürlich nur meine Meinung, macht euch vor einem eventuellen Kauf unbedingt auch selber ein Bild. Und denkt dran, im Aktienreport am Samstag gibt es Exxon, Shell und Gazprom im Check. Einfach unten auf den aktienreport.de Link klicken. Soviel für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Armin Prag. Bis demnächst. Ciao.